Hi Fans und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Let's Play. Was soll ich sagen? Ein Spiel, auf das ich schon länger gewartet habe, weil ich bin Saints Row Fan und jetzt kommt Saints Row 2022 raus. Ich muss ein kurzes Vorwort dazu sagen. Ich habe mir gestern Nacht ein paar Reviews dazu angeschaut und das Spiel wurde an den meisten Stellen ziemlich zerrissen, dass die Charaktere nicht so gut seien, dass die ganze Storytelling nicht so gut sei, dass die Grafik altbacken wirkt, dass die ganze Kampagne ziemlich linear ist und die ganze Open World ziemlich leer wirkt und alles. Ich will mich davon jetzt nicht unbedingt spoilern lassen und sagen, es ist jetzt alles schlecht. Ich meine, ich will jetzt da rein, ich will vor allem Spaß haben und ein richtiger Gamer weiß, also gerade Grafik ist immer so ein Thema. Wir sind nicht Gamer, weil wir die beste Grafik wollen. Ja, wir sind Gamer, weil wir die besten Games wollen. Und wenn ihr gute Grafik wollt, dann geht raus und guckt einen Baum an. Viren- und Bedrohungsschutz. Danke, dass ich das jetzt noch mitlesen muss. Okay, ist wieder weg. Was wollte ich sagen? Achso, ja, stimmt, es ist der 23. Saints Row ist jetzt gerade heute Morgen rausgekommen. Ich musste natürlich arbeiten, aber ich habe mich den ganzen Tag drauf gefreut, dass wir es jetzt heute Abend gemeinsam spielen können. Einziger Wermutstropfen, ich habe dieses blöde Notdiensthandy hier am Mann, also kann sein, dass es klingelt, kann auch sein, dass es den ganzen Tag ruhig ist. Etwas, das ich gerade in den Einstellungen gefunden habe, das will ich noch sagen. Achso, nee, ach, apropos, eins wollte ich noch erwähnen, es ist ja der 23. Heute ist auch offiziell, heute kommt auch offiziell das letzte YouTube-Video der Mafia 2 Definitive Edition Reihe raus. Nur soweit noch dazu. Ich habe hier tatsächlich gefunden, bei Audio, es gibt Einstellungen für das Abspielen urheberrechtlich geschützter Musik für sicheres Streaming. Ich bin mir jetzt allerdings nur nicht ganz so sicher. Hier steht jetzt lizenzierte Musik an. Heißt das jetzt, dass lizenzierte Musik abgespielt wird oder heißt das, dass sie unterdrückt wird, dass dieser Streaming-Modus an ist? Ich bin mir nicht ganz sicher. Da hätte ich jetzt, da dürfte hier oben noch dabei stehen, an heißt keine lizenzierte Musik, aus heißt, du kannst eine Urheberrechtsverletzung kriegen. Es ist mir egal, also ich lasse es jetzt mal auf an. Komischerweise war standardmäßig an. Aber ich muss dazu sagen, ich wollte ja eigentlich zu Saints Row Boss Factory auch drei kurze Videos machen. This is three in Germany, not this. Ist man noch aus Ding, wie hieß der Film? Inglourious Basterds immer noch im Kopf. Ich wollte auch zu Saints Row Boss Factory drei kurze Videos machen. Allerdings habe ich da quasi eine Stunde aufgenommen, wie ich einmal durch das ganze Menü geblättert bin. Dann habe ich einen Charakter versucht zu erstellen, der ein bisschen nach mir aussieht. Dann habe ich einen Fantasy-Charakter versucht zu erstellen. Alles drei jeweils so ungefähr 20 Minuten und von ungefähr 60 Minuten Gameplay, würde ich fast sagen, sind mir 58 Minuten von YouTube angekreidet worden. Und dann habe ich mir echt gedacht so, ne, das lohnt sich gar nicht, das lade ich gar nicht erst hoch. Das ist, also hochgeladen war es zu dem Zeitpunkt schon, sonst wüsste ich nicht, dass es geclaimed wurde. Und dann habe ich es direkt wieder gelöscht, habe gesagt, ne, das mache ich nicht mit. Ich habe jetzt momentan, ich bin durch ein paar Einstellungen durch, mal geguckt, was es alles geht, ein bisschen dran rumgeschraubt, so wie ich das finde. Wir spielen das ganze Spiel auf Entrepreneur. Das ist also quasi Standard. Der mittlere Modus, ich sage jetzt mal, ich will jetzt hier nicht unbedingt die Herausforderung, ich will jetzt nicht gerade Kindergarten. Wir spielen es einfach mal auf Mittel, wir gucken, wo wir rauskommen. Und dann würde man sagen, ich schalte jetzt die Musik einfach mal wieder an. Kurz die Maus beiseite schieben, dass ich auf meinem Kontrollmonitor was sehe. Ich würde ganz sagen, wir schalten jetzt einfach mal die Musik an und stürzen uns ins Abenteuer. Kampagne, neues Spiel, Entrepreneur. Hatte ich doch gerade vorhin schon ausgewählt. Was? Das Laden ist abgeschlossen, aber die Shader werden noch für deine Hardware optimiert. Du kannst das Spiel jetzt spielen, aber die Leistung wird beeinträchtigt. Okay. Das sieht schon mal nach einem ganz ordentlichen Hauptquartier aus. Dieser Saints-Engel wieder, den kennen wir auch noch aus dem anderen. Ich meine, klar, für 2022 wäre bestimmt Obermann.
Mach mich mal noch ein bisschen kleiner, dass wir mehr vom Bild sehen. Antonio atmet aus. Ja, das muss ich jetzt ja nicht vorlesen, also. Das Spiel wird wahrscheinlich wieder in Englisch sein. You sure you're at the right party? This is a celebration for the Saints, is it not? Business with Marshall is less lucrative than it used to be. I was hoping your bosses would be interested in a new partnership. Du bist ja fast aus der eigenen Auge raus, was war denn das? Du bist wieder viele Leute in Lila, so richtig die Saints Row Style. Und der Saints Style ist immer Lila. Ja gut, für 2022 kann man echt ein bisschen mehr erwarten, aber ich finde es jetzt ja auch nicht so schlecht. Also im Prinzip, ja, es sieht halt aus wie Saints Row 3 und Saints Row 4 auch. Übrigens, ich habe extra hier meinen Hintergrund wieder alles ins schöne Lila getaucht, dass es einigermaßen gleich aussieht. I'd knock if I were you. Ich finde auch schön, wie der Typ harter Kerl bleibt wird in dem Ding. Hello? It's Antonio Espina. Look, I know that we don't have the best history, but I was thinking, hoping, really, that we could work something out. Genau, da war nämlich einmal der Typ, der so ein bisschen aussehen soll wie ich. Und da war einmal quasi dieser ein bisschen so ein Fantasieboss mit so ein bisschen flammendem Haar. Ich würde sagen, ich nehme einfach den. Ich guck noch mal ein bisschen. Okay. Gendergerechte Sprache. Weiblich. Das können wir ja, na, sagen wir mal auf, sagen wir mal halber Weg gehen. Also 75. Muss ich gleich so gehen. Ja, das war ja klar. Prothesen, Verhüllung, Figur, Körperbau. Fett brauchen wir nicht unbedingt. Ich habe in The Boss Factory habe ich eher einen etwas kräftigeren Charakter gebaut. Aber da wir ja hier noch Studenten sind, wie ich ja in dem Ding alles gemerkt habe, versuche ich irgendwie so eine Mitte zu finden von einem, der so ein bisschen muskulös aussieht, aber nicht zu kräftig. Also so ungefähr in der Reihe würde ich mich ungefähr. Das ist wieder fett, das ist. Das ist dünn, das ist quasi muskulös und das ist mehr in Richtung dick, wenn wir uns genau in die Mitte schieben, so ungefähr. Wir schieben uns mal so ein bisschen in so auf halbem Weg daher, so ungefähr. Ach Gott, was gab's denn immer alles für Hauttypen? Keine Ahnung, ich gehe mal mit Standard, ich habe da jetzt nicht so. Meine Hautfarbe, ja, okay. Was ist Hauttyp und was ist Hautfarbe? Ich meine, ja, okay, da kann ich Aliens basteln, das ist klar. Das habe ich beim letzten Mal schon rausgefunden. Wir bleiben einfach mal bei Standard. Da merke ich jetzt irgendwie gar keinen Unterschied, oder? Ja, da waren immer so ein paar hellere Stellen. Da brauchen wir nicht. Die
Frisur würde ich ganz gerne so lassen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich sie wieder mehr auf. Oder machen wir so ein bisschen hier so ein paar. Für die Saints so ein paar lila Extensions rein. So ein bisschen an meinen Post damals von Saints Row 3. So, jetzt war nur die Frage, ich wollte irgendwas Längeres lassen, damit es weiblich aussieht, weil warum machen wir uns in Third-Person-Spielen immer einen weiblichen Charakter? Ganz klar, wenn wir hier 20 Stunden spielen, dann wollen wir nicht auf den Männerarsch glotzen. Das ist ja eigentlich ganz einfach, das sieht ein bisschen zerstruppelt aus. Das sind alles so kürzere Schnitte. Das sieht, nee. Also ich glaube, wir bleiben mal bei... Bleiben wir bei dem hier. Oder dasselbe, nochmal ein bisschen kürzer. Ne, wir bleiben mal bei dem. Augenbrauen lassen wir mal. Gesichtsbehaarung brauchen wir nicht. Wimpernfarbe. Das ist auch alles ein bisschen Ding. Ich würde mal sagen, ich bin in dem ganzen Ding. Working-Kopf, Schlägerkopf, Ray-Kopf, Oberboss-Kopf, Medi-Kopf, Glamour-Kopf, Kämpferin, Jodel, Hexe, Hai, Gangster, Elfe, Diaz, Carson, Bowie, Baby, Angel, Wolfin. Ja, das sieht halt manche schon. Wir bleiben mal bei dem, das ist so ein ziemlich stimmiger Charakter. Und ich will jetzt nicht alles. Ich will mich hier. Ich meine, es ist zwar schön, dass es so ein Ding gibt, so einen Charakter, wo man wirklich alles bis ins Kleinste einstellen kann. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so kann ich noch irgendwo Augen. Augen. Augapfeltyp. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, so richtig. Also richtig Wonder, oder wie heißt die Storm aus Alter. Captain America noch oder was? Wir lassen mal normal. Augenform. Nee, können wir lassen. Ich habe jetzt nur gedacht, ich könnte noch die Farbe innen drin ein bisschen ändern. Standard. Farbe, ja doch, kann ich noch. Machen wir da auch so ein bisschen lila für die Saints? Nee, das sieht ein bisschen blöd aus. Ich wollte es ein bisschen so aussehen lassen wie, wer den Charakter kennt, neu aus dem Anime Dorohedoro. Das ist so ein bisschen mein Vorbild, aber ich glaube, ich krieg's kaum so gut hin. Gehen. So da ungefähr. Urgröße. Ich muss vielleicht fast ein bisschen kleiner machen. So ungefähr. Na, dann machen wir auch mal die Mitte.
Aber ich will jetzt nicht allzu viel rumschrauben. Make-up. Akzentstreifen, Grundierung, Leopardenpunkte, Maler, Nase. Ja, da kann ich nicht alles hier machen. Lidschatten halb leicht, Lidschatten smoky. Lidschatten halb stark, Lidschatten verwischt, Lidschatten komplett. Lidschatten komplett. Lidschatten halb smoky. Ja, damit können wir leben. Tattoos bringt man keine an. Stretch my muscles out. You are in for a world of pain. Getting swanky in here. Need to stretch my muscles out. You've joined something big here. Won't someone play with me, please? Pretty great if you ask me. You are in for a world of pain. Someone? You're definitely one of us, mate. Welcome. Das ist, das war der britische Akzent, den ich gonna make some money today. Ach, bitte. Can't make money doing nothing. Something about this town lights a fire in me. So much to do. Damn, this place is coming along nicely. Welcome to the team. Ich glaube, mir gehen fast mehr, also ich schwanke zwischen. I think I'm ready for some action. Ich schwanke zwischen Stimme 2 und Stimme 4. I need to stretch my muscles out. Pretty great if you ask me. Gehen wir doch lieber mit 4? You are in for a world of pain. Nee, das würde ich eher, wenn sie noch so ein bisschen muskulöser wäre. Ich glaube, ich gehe mal mit 4. This is a vibe. Town is ours for the taking. I'm ready for whatever today has for me. I think I'm ready for some action. Ich glaube, wir gehen mal mit dir. Naja, genau, lass es an dir abprallen. Wo kommt die Gitarre her? Ja, das war dieser Fame Move. Pretty great if you ask me. Was auch immer. Orangenpresse, Messerhände. Ja, auf dich selbst zu schlagen. Bewegte Emotes. Ab durch die Mitte, erste Sahne. Sonnengruß, der Bullenreiter, 1, 2, 3, Stoß. Schmerzen rundum, Schleicher. Safe. Ja, das ist alles irgendwie nicht so ganz. Ja, bleiben mal beim Hallöchen. Ja, bleiben. Ich habe keine Ahnung, was man damit später auch macht oder ausdrückt. Wir lassen es mal so. So, Haut, Persönlichkeit haben wir eigentlich. Ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal damit und gucken, wie weit wir rauskommen. Weil es soll ja eine Studentin darstellen oder beziehungsweise eine Gruppe Studenten. Wie ich ja in den Reviews gestern noch mitgekriegt habe, dass die dann ein Verbrecher-Imperium aufbauen, weil sie ihre Miete nicht mehr zahlen können oder sowas. Wir schauen mal, wohin es uns führt. Antonio,
Glad you came to your senses. Hey, I'm kind of having a party right now, but we'll talk business later. Ich glaube, Stimme 2 wird got a party going on, so I'm gonna keep this one short and sweet. Fuck the Panteros. Fuck the Idols. Fuck Marshall. The Saints are here to stay, baby. So, if you know how to shoot a gun, or if you're broke and want to learn how, swing by the church. We'll be waiting for you. Mal gucken, ob man Stimme später noch ändern kann. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt, wenn ich so im Spiel höre, wäre vielleicht 2 doch geschickter gewesen. Why? Geht ja schon mal heftig los, dass wir gleich im Trailer am Anfang und da oben sind immer noch die Lichter, weißt du, als würde die Party noch weitergehen und du wärst während der Party da lebendig begraben. Vor ein paar Monaten. Hello and welcome to Marshall Defense Industries. We know it wasn't easy getting here. Your journey began with one of the most unforgiving job interviews we could devise. But you did more than just survive a few live fire exercises. You excelled, and in doing so, proved that you were martial material. But don't take my word for it. Hear it from the man himself. Hello, I'm Atticus Marshall, and I wanted to personally welcome you to the Marshall family. Here at MDI, we don't just make a profit. We make the world a better place. So how do we do that? With a little TLC. Technologically advanced weapons, loose morals, and a culture of conflict. Now let's take a step through each of those letters. Why are you watching that now? It's the orientation video. I know what it is. Why are you watching it now? Well, I mean, we're about to be shot at, so I figured it couldn't hurt to brush up on our healthcare package. If you weren't paying attention to the briefing, I don't think you'll live long enough for your copay to matter. So I should be reviewing the life insurance policy. You know, our job interview has a 5% mortality rate. Statistically, the odds were low that you would die before we hired you, but I allowed myself to be an optimist. Your parents should have treated you better. Yours should have treated you worse. All right, ladies and gentlemen, contrary to your colleague's demeanor, this is no laughing matter. The Nawali already took out one team that was sent to bring him in, and I want as many of us going home as possible. So stick to the plan, work together, and let's grab that son of a bitch and send him to the frontier. Let's get paid. Okay, also die Untertitel sind ein bisschen schnell für Ding. Alpha Team, go! First day on the job. Don't fuck up. Newbie, catch up! Right, let's kick some! Holy shit! Turrets, take cover! That was close. Fängt ja schon mal gut an. Jesus Christ, it's my first fucking day. So, darf ich jetzt? Anybody left? Me, I think. Fix. We have to rendezvous with Bravo Team or we're dead. Keep pushing forward, I'll meet you there. Copy that. Welcome to the daily grind. So. Hier ein bisschen rumschicken, hier ist ein Ding. Getting a little hot out here. Okay, also da drüben ist mein Missionsziel. Gotta keep pushing forward. Unten mit Ding, das ist klar. Ah.
schießen? Wo schießt denn überall? Marshall Unit, prepare for airstrike. Shit, that helps. That helps, yes. Hey, you! We gotta find... Fuck! Better hustle, newbie. Bravo team is ready to move in. I'm not exactly taking a coffee break here. Hier geht's weiter. Richtig mit Bravo Team. Marshall Scum! Oh, bite me! Ja. Scheiß Camper, einfach hinter der Ecke warten hier, so. Leertaste zum über Gebäude klettern, das ist klar. Gut. Newbie, you still alive? You sound like you lost the pool. Fall in. We'll use this APC for cover. A rolling shield. Nice. No, I'm delighted you approve. Bailey, make a hole. Roger that. Now let's go. Okay. Der wird doch jetzt bestimmt gleich wieder von irgendeiner Panzerabwehrwaffe abgeschossen, oder? Ja, renn mir doch nicht in die Schusslinie. Ja. Keep it up, team. Let them have it. Yeah, you guys ja, fuck with zwei. The wrong okay. Multinational private military corporation. Das Panzerfahrzeug. Hey, this may be a weird time to ask, but do we get hazard pay? You get a performance bonus for outstanding work. If you survive the collective. Got it. Just trying to understand the pay structure. Ich hab zumindest unendlich Munition. Ja, nice. Das hat mir aber an Far Cry 6 immer am besten gefallen. Einfach nur... Okay, ich kann nicht ranziehen. Also eine zweite Waffe da unten. Ah, hier sind ja auch noch jede Menge. Wer da für uns? Take it out before it cuts us down. Not so funny when you're taking fire, huh? Driver's hit. Bailey, you all right? Bailey? Bailey, get your foot off the gas. Oops. Whoa, shit! Kann ich nicht steuern? Das überlebt. Gwen? Gwen, can you hear me? Anybody? Shit. Either they're all dead or there's no signal. Guess I should push on and find the Nuali myself. Okay, warum haben wir jetzt... Okay, Kuh ist... Das ist ja auch komisch. Kuh ist verschleichen. E, wirf einem Feind zu Boden, um die Gesundheit im Kampf wiederherzustellen. Gesiegte Gegner lassen sich mit einer Niederwurfanzeige. Okay. I will end you. How did Marshall get this far? Get behind something. Ja, er geht mal als Kurzdistanz und Ding. Eliminate the intruder. The things we do for rent. Oder? Wo lag der jetzt das? F treten. Okay. Kopfschusskill. Das geht mit der Pistole irgendwie besser. Hallo? At least I don't have to wear a suit. Oh ja, Mann. Oh!
diese Finisher-Moves sind was Herrliches. Kann ich mir noch eine Cola ziehen?